So, nachdem wir das Rätsel super toll gelöst haben, gehen wir jetzt hier mal weiter. Gerümpel, ja. Guck du mal. Es ist alles völlig zerstört und verdreckt. Hier war schon seit Jahrzehnten kein Mensch mehr. Wenn du wüsstest, kann ja auch immerhin noch ein Penner gewesen sein. Ist hier sonst noch was? Können wir damit irgendwas machen? Ah, benutzen. Dazu brauche ich mein Zeitfunkgerät. Ja, und wo hast du's? Müssen wir es jetzt erst wiederholen? Der sieht einigermaßen standard Ja, aus. das kennen wir ja schon. Sehr merkwürdige. Hier ist Wind. So, wo ist dein Zeitfunkgerät? Das waren die blöden Dinger. Kannst du den noch wieder wegpacken hier? Nein. Ach ja. Hallo, du warst schon am Bildrand. So, noch wieder hoch. Stell dich hin und renn hoch. Es geht schneller. So, Zeitfunkgerät mit der Antenne. Verdammt, das Zeitfunkgerät bekommt keinen Strom. Hätte ich nicht früher daran denken können, die Batterie zu laden? Darum werde ich mich sofort kümmern. Ja? Nö. Nö. Doch. Müssen wir halt eben das Ding da aufladen am Svensson oder wie auch immer. So. Das mit dem Die Ding. Zeitkapsel hat noch Energie. Vielleicht kann ich die Batterie am Generator der Zeitkapsel aufladen. Ja? Die Zeitkapsel hat noch in. Der Svensson befindet sich zwischen den beiden Zylindern. Ja. Ich muss die Batterie erst aus dem Zeitfunk. Sonst geht das nicht. Weiß nicht. Quadi hat gesagt, dass unsere Ausrüstung sehr robust ist, aber ich lasse es mal lieber nicht drauf ankommen. Okay. Ja. Im Griff gibt es ein Batteriefach. Ha, da haben wir ja das Problem. Die Batterie ist leer. Wie oft willst du das jetzt noch sagen? Ich könnte versuchen, die Batterie direkt am Svensson aufzuladen. Eigentlich sollte ich das nicht machen. Der Svensson ist für viel größere Energiemengen gedacht. Auch mehr als Ach, was soll's, explodieren ich kann es brauche die nicht. Energie. Bumm. Jetzt hast du es Oh kaputt oh, gemacht. das klang nicht so gut. Ist Ja, uns jetzt jetzt erstmal egal. funktioniert es. Das Zeitfunkgerät hat wieder Strom. Das ist schön für dich. Dann kannst du ja jetzt zurückgehen. Und wieder da hoch. Dum, 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 dum. Jetzt kannst du es benutzen. Ja, der Empfänger erkennt das Gerät. Na, dann wollen wir mal. Mal sehen. Jetzt müsste ich auf Empfang sein. Hallo? Zeitleitstelle? Irgendwer? Hier ist Funker Fay. Hört ihr mich? Zeitteam zu hören? Hallo? Kaputt. Schnell! Amplifier! Wir haben eine Ver. Nein, dann. Wir versuchen seit Tagen, euch zu erreichen. Wir haben ein Problem. San Francisco ist. Hinüber. Hallo? Hallo! Die Verbindung ist sehr schlecht. Können wir. Hallo? Quadi? Fay? Fay! Die Zeitdrift ist bereits zu stark. Unsere Zeitlinien weichen mehr und mehr ab. Wir versuchen, dich jetzt mit den anderen Teams zu verbinden, bevor der Kontakt ab. Quadi? Oh nein. Nein. Nein, bitte, bitte nicht. Updates ziehen. Ja? Dina,
Du lebst. Wo sind die anderen aus deinem Team? Wir haben hier ernste Probleme. Wir wurden getrennt. Ich fürchte, sie sind... Hey, bist du das? Bitte komm. Warte kurz, Dina. Oh oh. Faye, wir haben uns entdeckt. 2050 ist zu spät. Joseph? Oh mein Gott! Was ist da bei dir los? Wir können den Klima gar nicht mehr aufhalten. Wir sind mittendrin. Ich wiederhole. Wir sind... Aua. Verloren. Wir haben verloren. Mission abbrechen. Bringt euch in Sicherheit. Okay, kippen die jetzt alle um? Das war ja eine kurze Übertragung. Überall brennt, ist kaputt. Ja, da. Faye, ich stelle auf 0,6. Ich kann hören, liegt an dieser verdammten Strahlung. Es ist das Kraftwerk, hörst du? Das Kraftwerk. Ich glaube, Quelle gefunden, Faye. Sadi, empfängst du mich noch? Bleib bitte dran, ich... Radioactive Sie Girl. Sie sind alle tot. Ja? Kann man sie wieder mitnehmen? Nein. Hier war schon... Ja. Hier oben gibt's anscheinend dann doch nichts mehr. Vorsichtshalber nochmal benutzen. Die Verbindung zu den anderen Teams steht noch. Ob ich nochmal versuche, sie anzufunken? Dann eben nicht. Dann gehen wir halt eben wieder runter. Wir lassen unsere Ausrüstung aus der Zukunft einfach mal hier rumstehen. Ach, da geht's auch noch runter. Nanu? Nigel? Nigel! Seltsam. Ich such besser nach ihm. Der ist von einer dreäugigen Echse aufgefressen worden. Machen wir erstmal öffnen hier. Ich kann sie nicht öffnen. Dann tritt da vor. Zwecklos. Sie ist fest verschlossen. Hast du keine Waffe dabei? Da blinkt was. Ich hab dich gesehen, kannst rauskommen. Was für eine wunderschöne Landschaft. Aber was soll das darstellen? Hey, das sind Bäume. Ich habe noch nie in meinem Leben Bäume gesehen. Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, das ist besser. So, und jetzt, wo du es gerade gemacht hast, nimmst du es mit. Es ist viel zu groß. Es ist das Einzige, was diesen Ort hier gemütlich macht. Ach so. Scheint eine Sitzgelegenheit zu sein. Das hast du gut erkannt. Nein, da ist nichts. Oh, es fällt immer was in die Ritzen. Da war aber nichts. Schade. Was? Okay. Ich würde gerne, aber ich habe eine Mission. Ach so, und so lange schläfst du jetzt nicht mehr, das könnte mit uns beiden aber sehr lange dauern. Geh mal da runter. Da! Das war knapp. Ich sollte aufpassen, wo ich hintrete. Ich sehe ja nicht mal. Das versuche ich garantiert nicht noch einmal. Und selbst wenn ich wollte, die Treppe ist zusammengebrochen. Ja, das sind jetzt schon bessere Infos. Hier ist auch nichts mehr. Wir können ja mal hier Messer. Ich hoffe, das klappt. Nicht schlecht. Und was haben wir da? Was ganz Tolles. Nennt sich Schraubenzieher. Ein Kreuzschlitzschraubenzieher. Was hat der hier drin verloren? Sonst noch was? Nein. So. Ich will es nicht kaputt machen. Es ist das Einzige, was diesen Ort hier gemütlich macht. Mach's doch einfach kaputt. So, gehen wir mal da lang. Kannst du es ja eh nicht mitnehmen. Ah! Mist.
Nigel? Nigel? Faye! Warte, ich komme zu dir. Ah! Okay. Verdammt! Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Haltet durch, Nigel. Klettern? Eine Nylonschnur. Reißfest. Ja, aber nicht fürs Messer. Nein, unzerreißbar. Ja, schneid. Das Messer ist scharf genug. Sehr schön. Ja, ne? Und rein da wieder. Ganz still und leise. Dahinter ist es völlig still. Das sagt allerdings gar nichts. Auf dieser Seite der Tür ist es ja auch nicht anders. Ja, ja, mach auf. Verschlossen. Was auch sonst. Okay. Können wir die Tür aufbrechen? Na, dann wollen wir mal. Autsch, nein, das ist definitiv das Falsche. Damit habe ich einfach zu wenig Hebelwirkung. Ja, dann nimm den Schraubenzieher. Na, dann wollen wir mal. Autsch, nein, das ist definitiv, damit habe ich... Ja, ist gut. Da ist noch eine Tür. Und noch eine. Lauter Türen. Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie von einem Haufen Schlick blockiert. Egal, aufbrechen. Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie von einem... Die Tür bewegt... Verschlossen, was auch so. Ja, ja, es ist gut. Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie von einem... Die Tür bewegt sich... Mir gehen offenbar langsam die Ideen aus. Jetzt überlege ich schon wahllos, Sachen aneinander zu knoten. Das sollte ich vorerst nicht kürzen. Wer weiß, wozu ich es noch brauchen werde. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Wenn ich sage, du sollst das tun, dann hast du das zu tun. Leiter. Irgend so ein alter Federmechanismus hat die Leiter wieder nach oben gezogen. Haltet durch, Nigel. Ich lass mir etwas einfallen. Ja. Sprich. Keine Chance. Ich könnte es vielleicht da hochwerfen, aber es würde nicht halten. Ich sollte mir etwas anderes überlegen. Ja. Da ist Wasser. Toll. Ja, kleine Hitbox. So eine trübe Brühe. Ja, hast du irgendwas dagegen? Du wirst da jetzt gleich drin schwimmen. Mensch. Ja, schon besser. Ich kann leider nicht schwimmen. Wieso haben Sie es nicht gelernt? Wir leben unter der Erde. Ich musste es nie lernen. So, so. Okay. Dann eben nicht. Keine Chance. Keine Chance. Die gibt immer so schnell auf. Keine Chance. Hier drinnen kann ich aber gar nichts machen. Oder draußen. Also wieder rein. So. Hier gibt's doch auch nichts. Ach nee. Ach nö. Das bringt nichts. Doch, du bindest die beiden Türen zusammen und rennst in den Strick. Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie von einem... Ja, ja, du und dein Schlickgedöns. Zu hoch. Zu hoch. Da ist ein Geländer. Mir gehen offenbar lang jetzt über... Ja, du sollst das nicht wahllos ineinander schrauben, binden, du kannst es dann da hochschmeißen. Ich sehe hier nichts. Ich könnte es vielleicht da hochwerfen, aber es würde nicht halten. Ich sollte mir etwas anderes... Eine Nylonschnur. Reißfest.